What's going on YouTube? Ja, und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Token-Verdopplungs-Glitch bei Borderlands 2 mal wieder. Ja, wie gesagt, ich will euch immer zeigen, wie ihr eure Token, die ihr bereits eingelöst habt, verdoppeln könnt. Ich löse meine vom letzten Mal jetzt nochmal fix alle ein. Könnt ihr auch schön sehen. Und ja, ich habe jetzt einen Badestone gerade von 8. 1918, ja doch 18. Ja, und kriegt da natürlich ein Badest Token. Habe ich jetzt eingelöst, insgesamt 156. Ja. Und zwar will ich euch heute noch zeigen, wie ihr diese eingelösten Token, die ihr halt schon eigentlich bereits eingelöst habt, wie ihr die einfach wieder zurückbekommt. Aber eure Bonusstatistiken bleiben so. Ja. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Also es geht jetzt schnell. Ich habe, ihr seht ja es auch von der Länge vom Video, 6 Minuten 40 oder so. Also könnt das easy peasy machen, das geht flott. Das Wichtige ist, ihr braucht entweder einen zweiten Account oder halt was noch besser ist, einen zweiten Controller. Das Ganze geht dann auch nur für die Next Gen. Also ich zocke derzeit hier in der Handsome Jack Collection. Und ja. Wie gesagt, ich empfehle euch einen zweiten Controller damit zu nehmen, weil das ist echt sonst ein bisschen dumm. Aber könnt ihr natürlich auch mal nicht. Macht das auch so mit ohne zweiten Controller. Na. Ja, es geht auf jeden Fall. So. Ja. Ich habe das auf das ganze Video muss ich auch erstmal erst aufnehmen und jetzt nochmal dazu sprechen, weil das ist sonst ein bisschen scheiße, könnte ich auch gar nicht aufnehmen, wie gesagt, weil ich immer die Controller nicht wechsle, sondern meinen Benutzer wechsle und das wird sonst ja, geht ja nicht. Ja, wie gesagt, ich empfehle euch wirklich von 9 bis 10.000 oder drüber. Drüber ist natürlich dann immer gut. Habe ich auch einige meiner FL, die haben so Badestrang von 3 Millionen und so. Aber nicht so viel dazu. Ich werde euch jetzt gleich mal zeigen, wie das ganze Ding geht. Wenn ihr einen zweiten Controller habt, legt den schon mal bereit, weil das wird jetzt sehr flott gehen. Habe ich auch schon gerade eben mal gemerkt. Oder wenn ihr halt Benutzer wechseln müsst, dann stoppt am besten immer mal das Video und spult zurück. So, wie ihr seht, ihr müsst in dem Borderlands erstmal drin sein. Also in dem Borderlands Dingern da drin halt. Ihr wisst schon, wo ihr alles auswählen könnt. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Ich nenne das jetzt mal bei den Namen. Also Psycho und Benutzer 1. So, ich muss jetzt erstmal Benutzer 1 einloggen. Da seht ihr es auch schon. Der ist jetzt eingeloggt. Ist egal, welches Level der ist. Und von Psycho will ich ja jetzt die Token verdoppeln. Ja. Wenn ich das so habe, gehe ich einfach wieder mit dem Psycho in den Titelbildschirm rein. Und switche dann wieder auf den Account von Benutzer 1. Mit Benutzer 1 drücke ich dann die X-Taste vom Titelbildschirm, also dass ich wieder da rauskomme. Und dass Benutzer 1 oben angemeldet ist. Ja, also er hostet dann. Jetzt gehe ich mit Psycho wieder zu Benutzer 1 rein. So seht ihr das auch. Und jetzt mal wieder gehen wir auf Benutzer 1 drauf. Und von dem einfach wieder in den Titelbildschirm rein. Jetzt wechselt ihr wieder auf Psycho meinesfalls und drückt dann mit dem Hauptcharakter den X-Button. So, dann kommt dann auch schon eine Meldung, wenn das mal fertig geladen hat. Da steht dann, Moment, genau, Profil synchronisiert, Badest Rang und Token aktualisiert, du hast 156 Badest Token übrig. So, den zweiten Account müsst ihr jetzt nicht nochmal mit einloggen, also ihr könnt jetzt einfach starten. Wenn ihr das habt,
und spawnt, könnt ihr einfach alle einlösen. Also ich mache das, ich spamme mal meinen X-Button zu, weil das geht dann schön schnell. Werdet ihr auch gleich sehen. Moment. Ich bin den, was ich hier gemacht habe. So. Ja, ich spamme jetzt immer den X-Button zu, weil im Endeffekt kriegt ihr eigentlich immer wieder, also ihr kriegt schon meistens dann auch das, was ihr wollt. Und es kommt dann dabei raus, zum Beispiel, ich will eigentlich am meisten immer maximale Gesundheit, Schildkapazität und so Zeug. Aber wenn ihr dann mal durchguckt, ihr habt dann eigentlich immer ungefähr von jedem Scheiß gleich viel. Also es geht schon. Also würde ich euch auch raten, spammt einfach immer voll. Das geht ganz gut. Ja, wenn ihr natürlich das so einzeln machen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Ich weiß ja nicht, wie euer Bestreben ist. Ja, natürlich hoffe ich, es hat euch weitergeholfen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch weitergeholfen hat. Welcher Badass-Rang ihr seid. Und ja, würde ich mal sagen, ein Feedback würde uns sehr, sehr freuen. Ein Like natürlich auch oder ein Dislike, falls euch nicht gefallen hat. Ein Abo, wie immer, freut uns natürlich noch mehr. Ihr seht es hier unten auch nochmal. Meine Gesundheit steigt einfach um 20.000, noch ein bisschen mehr, 26.000 glaube ich. Ja, ihr seht da nochmal ein paar Waffen mit Textur verpackt. Aber egal. Ja, haust rein. Und tschüss.